Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom K2K-Merch-Glitch zeigen. Ja, mit dieser Methode können wir uns im Minutentakt die Autos merchen. Was braucht ihr für den Glitch? Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Begibt euch mit eurem Freund einfach zum LSK-Meet. Fordert euch das Auto an, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Euer Freund nimmt auch einfach irgendein Auto mit. Und dann braucht ihr natürlich noch das Auto, auf dem ihr die Settings haben wollt. In welcher Garage das Auto sich befindet, das ist völlig egal. Und dann würde ich sagen, langsam auch schon direkt losstarten. Wir schicken unserem Freund einmal eine Sprint-Einladung. Unser Freund nimmt die Einladung aber noch nicht an. Wir öffnen jetzt das Handy, gehen auf den Mechaniker, rufen einmal den Mechaniker an, gehen dann jetzt auf die Garage, wo das Auto drin steht, was wir merchen wollen. Aber nicht mit X bestätigen. Als nächstes suchen wir uns jetzt einfach einen Spieler raus, der sich im anderen Zielmodus befindet. Wenn ihr jetzt keinen Spieler habt, könnt ihr auch einfach irgendein Underbot beitreten. Unser Freund nimmt dann in der Zeit schon die Einladung an. Das heißt, die 30 Sekunden Timer, die laufen jetzt. Und jetzt haben wir 30 Sekunden Zeit, um den Freund dann einmal beizutreten. Deswegen einmal ganz schnell irgendein Underbot beitreten. Die erste Meldung, die nehmen wir an. Und in der zweiten Meldung bleiben wir jetzt so lange drin, bis ihr im Hintergrund hört, dass die Mission startet. Gegebenenfalls kann euer Freund euch auch Bescheid sagen, wenn die Mission gestartet ist. Anschließend können wir dann aus dem Menü raus. Wir drücken jetzt einmal auf X, gehen dann mit dem Cursor auf das Auto, was wir uns merchen wollen, aber noch nicht mit X bestätigen. Wir drücken jetzt einmal auf Dreieck, das heißt, wir halten Dreieck gedrückt, um einmal zu respawnen. So, sobald wir jetzt gerespawnt sind, halten wir die Respawn-Taste gedrückt und kurz bevor die Respawn-Taste voll ist, einfach X durchspammen. Dann werden wir einen etwas längeren schwarzen Bildschirm bekommen. Und wenn wir jetzt dann wieder spawnen, dann werdet ihr sehen, dass sich jetzt schon das Auto gemercht hat. Es könnte sein, dass ihr vielleicht dann ein paar Versuche braucht, um das richtige Timing zu finden. Bei mir hat es jetzt gerade sofort beim ersten Mal geklappt. Und ja, um das Auto jetzt abzuspeichern, kann der Freund jetzt einfach das Rennen beenden oder der Freund verlässt einfach die Lobby. Dann begeben wir uns zum Alice Customs. Dort angekommen, irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern und schon ist das Auto abgespeichert. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.